So, hallo meine Fans, das ist wieder euer Dr. Huwuse. Letztes Mal habe ich euch versprochen zu sagen oder zu erklären, warum die Aliens zu uns auf die Erde kommen. Das ist ganz einfach auf eine Art und Weise. Sie suchen einen oder mehrere neue Heimatplaneten. Unter anderem natürlich. Ich habe hier ein Bild dahinter mir. Das erklärt ein bisschen, warum die das tun. Eine Wüstenlandschaft, es könnte Arizona sein zum Beispiel, oder auch die Sahara. Man hat das Gefühl, hier etwas Wasser fließen zu sehen, das ist aber kein Wasser, das täuscht. Das Bild hier nämlich ist nicht die Erde, sondern das ist der Mars. Warum zeige ich Ihnen ein Bild vom Mars? Ganz einfach. Der Mars hat vor ungefähr 3 Milliarden Jahren Wasser gehabt, wahrscheinlich fließendes Wasser, vielleicht sogar Meere und wahrscheinlich oder vermutlich sogar Leben auf dem Planeten, und heute ist es praktisch nur noch eine Wüste. Und genauso könnte die Erde in etwa 300 bis 500 Millionen Jahren oder 1 Milliarde Jahre, das wissen wir nicht, ausschauen, und dann ist ein Leben auch nicht mehr möglich. Und genau das ist vermutlich daran zu passieren bei den Aliens. Denn wenn sie aus Zeta Reticuli kommen, zum Beispiel, dann wissen wir ja, da hat 3 Milliarden Jahre Vorsprung, ist also 3 Milliarden Jahre älter. Die haben also eine ganz andere Perspektive in der Hinsicht und sind vielleicht in der notwendigen Lage, mit der Zeit nach einer neuen Heimat für ihre Nachkommen zu suchen. Das muss nicht nur die Erde sein, was es auch noch sein kann für einen Planeten oder eine Gegend, das werde ich Ihnen das nächste Mal erklären. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Nächstes Mal sehen wir uns wieder in meinem Haus in der Toskana. Und tschüss!